Hey Leute, hier ist endlich wieder Mr. Kurop mit einer neuen Gamers Week. Sorry, dass jetzt am Ende die Pause dann doch so lang war. Hat leider einfach nicht anders geklappt. Aber hey, ich bin wieder da und die Specials sind auch in Produktion und kommen jetzt bald. Und es geht endlich wieder los. Entsprechend kommen wir auch direkt zum Wichtigsten. Es hat sich ein ganzer Haufen Zeug angesammelt. Die wichtigsten Themen, die jetzt gerade aktuell hier wichtig sind halt, sind folgendes. Erstmal natürlich die CES war jetzt gerade und da gab es eine ganze Menge interessanter Ankündigungen. Die größten davon kommen gleich. Dazu, es sind Gerüchte aufgetaucht zu den nächsten Pokémon-Editionen. Dabei sind X und Y noch gerade erst draußen. Was genau dahinter steckt, alles gleich. Bevor es da genaueres gibt, jetzt erstmal ein ganzer Haufen Updates. Es gibt Gerüchte zum Release-Datum von Watch Dogs. Das sollte ja eigentlich schon längst draußen sein, wurde aber dann plötzlich auf dieses Jahr verschoben. Und das angepeilte Release-Datum ist, wenn man dem englischen Händler Shop2 glauben kann, der 21. März. Die sind sich da ziemlich sicher, bieten nämlich Vorbestellern an, wenn sie das Spiel nicht am 21. März erhalten, bekommen sie einen 5 Pfund Gutschein. Mir kann das Spiel nicht früh genug kommen, ich freue mich tierisch darauf, das sieht einfach unglaublich geil aus und ich kann da echt nicht mehr abwarten. Dann wäre da noch was zum 3DS, der ist jetzt doch mal wieder irgendwie ein bisschen gehackt worden, genau gesagt das Region-Locking. Viele Leute regen sich ja gerade darüber regelmäßig auf, auch ich, es gibt eine ganze Menge geile Games, die Japan-exklusiv sind und selbst wenn ich sie importieren würde, könnte ich sie nicht spielen, eben während der Regionssperre, also dem Region-Lock. Und jetzt gibt es einen Hack, der genau den deaktiviert. Genau wie alle anderen Hacks, die bis jetzt für den 3DS existieren, braucht auch der ein älteres Betriebssystem. Heißt, man muss den 3DS auf eine ziemlich komplizierte Art und Weise zurückstufen und die Systemsoftware um einige Versionen zurücksetzen. Sachen wie Online-Play sind also so oder so nicht mit drin. Trotzdem für einige der Spiele, wie zum Beispiel Monster Hunter 4, wäre es mir das fast wert. Also, Nintendo Handheld, Schluss mit dem Region Lock oder ich nutze immer in die Spiele rüber. Aber am besten beides. Dann wäre da noch Halo. Wir haben zwar auf der E3 nur ein kurzes Cinematic gesehen, aber inzwischen wurde von Microsoft bestätigt, die nächste Halo-Reise beginnt noch dieses Jahr. Keine Ahnung, ob das jetzt Halo 5 oder was auch immer das sein wird, Halo 4 ist jetzt auch noch nicht so lange draußen, oder irgendwas anderes, aber die meisten gehen davon aus, dass eben Halo für die Xbox One gemeint ist. Und zu guter Letzt noch zu GTA 5, beziehungsweise genauer gesagt GTA Online. Dort sind jetzt seit einiger Zeit die Kreativtools freigeschaltet und Spieler erstellen eigene Rennen und Deathmatches und anderen Content. Und die ersten 10 dieser Jobs wurden jetzt von Rockstar offiziell anerkannt und bei denen implementiert und sind jetzt fester Bestandteil von GTA Online. Das ist zwar nur ein Bruchteil der Hunderttausenden und ich glaube inzwischen in Millionen von Jobs, die Leute schon erstellt haben, aber es ist auf jeden Fall cool zu wissen, dass wir dadurch lange Zeit immer neuen Content bekommen werden, einfach indem Spieler erstellte Sachen da offiziell mit reingenommen werden. Jetzt aber zu den großen News, hauptsächlich in diesem Fall der CES. Da ist eine Menge passiert, eine Menge wurde angekündigt und hier sind die meiner Meinung nach Top 3 wichtigsten Sachen. Das erste kommt von Razer und ist ein etwas ungewöhnlicher PC mit dem hübschen Codenamen Project Christine. Project Christine ist praktisch der Traum eines jeden Nerds, der sich seinen Computer selber zusammenstellt. Normalerweise ist letzteres ja auch ziemlich aufwendig. Man muss die ganzen Komponenten zusammensuchen und kaufen und zusammenschrauben und bauen und aufpassen, dass für alles Kabel und Strom und sonst was da ist. Und genau das soll Project Christine uns später abnehmen. Das Ganze ist praktisch eine Art riesen Lego-Satz, nur eben für Computer. Heißt, man hat ein Basisstück, an das man alles andere einfach nur dran klippen kann. Also, neue Festplatte, klick, sitzt. Neue Grafikkarte, klick raus, klick rein, sitzt. Neue Soundkarte, klick raus, klick rein, sitzt. Nicht nur, dass das Ganze uns das lästige Aufschrauben und Rumschrauben und Kabel neu verbinden abnimmt, das normalerweise mit solchen Operationen verbunden ist. Nein, das Ganze wird auch noch gleichzeitig an die interne Mineralölkühlung angeschlossen. Heißt, dieses Ding ist leise wie nichts und kann von Natur aus alle Systeme richtig dick overclocken. Also wirklich der feuchte Traum eines jeden Nerds. Problem ist dabei hauptsächlich, dass das Ganze wirklich nur ein Prototyp ist. Also eigentlich eher so ein Konzept, dass sowas funktionieren könnte. Und absolut nicht klar ist, ob es sowas jemals geben wird. Ich hoffe sehr, dass sich sowas in ein paar Jahren für PCs als Standard durchsetzt, weil die Idee dahinter ist absolut genial und vor allem, wenn dann viele verschiedene dieser einzelnen Module auf dem Markt sind, kann man damit sicherlich ein paar richtig schön verrückte oder auch sehr, sehr coole Sachen aufbauen. Und ich hoffe wirklich, dass Project Christine in den nächsten Jahren Realität wird oder immer etwas Ähnliches. Zweite Sache wären dann natürlich die Steam Machines.
Da wurde jetzt eine ganz schön große Liste, 14 insgesamt, glaube ich, nochmal vorgestellt, darunter auch die, die bereits bekannt sind und dabei unter anderem auch bei vielen den Leistungsdaten und die Preise. Gerade letztere sind dabei aber auch ein bisschen besorgniserregend, die gehen nämlich von minimal 500 bis maximal über 2500 Dollar. Die Dinger sind also ganz schön happig. Und da ist natürlich auch so langsam so ein bisschen die Frage, sind die das wert ohne Exclusives und eigentlich nur PCs, die nicht alles können, was ein PC kann am Fernseher? Das ist natürlich die Frage, da wundern sich jetzt viele, aber die Dinger sehen auch ganz schön geil aus. Und wenn die echt die Power haben, die sie haben sollen, könnte das auch an sich ganz schön geil werden. Trotzdem, da bin ich erstmal so ein bisschen vorsichtig. Ich will erstmal sehen, wie sich das mit denen entwickelt. Und zu guter Letzt, sicherlich haben einige von euch schon davon gehört, PlayStation Now. PlayStation Now ist im Grunde hier der Ultra-Über-Mega-Streaming-Dienst, von dem Sony uns schon die ganze Zeit erzählt hat. Das Ganze soll diesen Sommer kommen, immer in den USA und später auch in anderen Ländern, und wird im Grunde PlayStation 3 Spiele streamen, und zwar auf PlayStation 4, PlayStation Vita, PlayStation 3 und auch Sony Fernsehgeräte und Smartphones und Tablets. Erst nur noch von Sony, später möglicherweise auch von anderen Herstellern. Alles, was man dafür braucht, ist schnell genuges Internet und ein DualShock 3 Controller. Also hier für die Vita und die PlayStation 4 natürlich nicht, aber für alle anderen Geräte. Das Ganze konnte man auf der CES schon ausprobieren und die ersten Testberichte sind durchweg positiv. Da haben Leute wirklich The Last of Us gespielt mit nichts mehr außer einem Controller, einem Fernseher und dem Internet. Und es hat funktioniert und es hat geil funktioniert und das klingt ganz schön beeindruckend. Erstmal werden da wohl nur PlayStation 3 Spiele angeboten, aber später sollen das dann auch noch PlayStation 2 und 1 Titel und alle möglichen anderen Sachen sein. Und natürlich, die Spiele werden alle Features drin haben, also auch Online und Multiplayer und Save States und was weiß ich nicht alles. Aber besonders interessant, bei dem Bezahlmodell soll man natürlich einfach einzelne Spiele ausleihen können, aber auch so eine Art Abo-Modell, so à la Netflix oder sowas haben können, wo man dann monatlich was bezahlt und dafür eine spezielle Auswahl oder sogar die gesamte Auswahl frei hat. Und das klingt echt ganz schön interessant. Und ich bin echt gespannt, was Sony daraus macht. Hauptproblem hier ist natürlich, man braucht eine stabile Internetverbindung mit geringer Latenz. Mindestens 5 Megabits in der Sekunde sollten es sein, hat Sony gesagt. Tatsache ist aber auch, dass das Ganze in Deutschland und Europa wie fast alle diese Streaming- und TV- und sonst was Dienste erstmal verspätet kommen wird. Also es wird wohl noch ein bisschen brauchen, bis wir sehen, wie das so wird. Dann, es gibt Gerüchte zu den neuen Pokémon-Editionen. Wenn es denn welche gibt, das weiß man ja noch nicht mal. Aber angeblich gibt es die und die sollen heißen Plus und Minus. Ich werde jetzt nicht auf alles eingehen, dafür sind zu viele Gerüchte. Und diese Spiele sollen so eine Art Plattform-Crossover-Sache sowohl auf Wii U als auch 3DS sein, dass man dann irgendwie auf beiden spielen kann, wobei einige Elemente wohl exklusiv für die Wii U-Version sind. Diese seltsamen paar Screens, die wir vor ein paar Monaten hatten, sollen dabei aus der Alpha stammen und die ganze Engine soll inzwischen noch weiter überarbeitet worden sein. Dabei soll der Teil der Welt, der Wii U exklusiv ist, so eine Art MMO-like-Erfahrung bieten, aber der Kern mit hier Reisen und Arena-Leute besiegen und Top 4 und Team bekämpfen und sowas alles soll auf beiden Versionen identisch und komplett verfügbar sein. Dazu kommt noch ein ganzer Haufen weiterer Gerüchte und Anspielungen und das klingt alles ziemlich geil und vor allem wie ausgemachter Bullshit. Ganz offen, Leute, es klingt geil, es klingt schön, aber da ist auch der Punkt, es klingt irgendwo zu schön, um wahr zu sein und vor allem X und Y sind noch nicht mal ein halbes Jahr draußen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da schon so viel von irgendwelchen neuen ist, wenn überhaupt die meisten Leute gehen davon aus, dass jetzt erst ein Pokémon Z kommt, auch ich gehe da irgendwo von aus und vor allem, ich bin mir ziemlich sicher, dass für X und Y noch was kommt. Da werden noch mehrere Sachen zum Download kommen. Keine Ahnung, ob DLC oder einfach neue Event-Pokémon oder sowas, aber da wird sicherlich noch irgendwas kommen. Wie gesagt, es klingt cool. Ich habe unten in der Beschreibung einen Link, wer sich das alles immer mal durchlesen will. Es klingt geil, aber ich glaube da nicht wirklich dran. Das ist einfach zu unwahrscheinlich. Was mich auch jetzt zum Ende des Videos bringt und damit natürlich dem WTF der Woche. Da hatte ich einen ganzen Haufen interessante oder gute Einträge, habe mich dann aber für einen der ältesten entschieden, einfach weil ich den viel zu lange dafür aufbewahrt habe. Letzterer heißt Kung Fury und ist ein Filmprojekt auf Kickstarter der Gruppe Laser Unicorn. Kung Fury ist praktisch das Filmgegenstück zu Far Cry 3 Blood Dragon. Tonnenweise 80er Klischees, richtig schön over the top, alles auf einen Haufen zusammengematscht. Oder um mal die Handlung in einem Satz zu beschreiben, ein abtrünniger Kung-Fu-Cop, der die Zeit hackt, um mit Dinosaurier reitenden Wikingern Hitler zu töten. Klingt bescheuert genug? Hier geht's zu einem Trailer. Es ist jetzt keine irgendwie Zusammenarbeit oder Hilfe oder sonst was, ich habe das zufällig entdeckt und es wirkt einfach so wunderbar bescheuert und genial und schwachsinnig, dass ich das hier einfach verbreiten muss. Wie gesagt, die sind meines Wissens gerade auf Kickstarter und wollen schauen, was daraus noch werden kann.
Damit ist dann auch das erste richtige Video 2014 vorbei. Wie gesagt, an den Specials arbeite ich. Da müsste eigentlich nächste Woche endlich mein Gamers Talk Nintendo und Wii U Edition fertig sein und hochgeladen werden. Davon abgesehen natürlich wie üblich, wenn ihr Kommentare und Fragen und Ideen und Hinweise und sonstiges hier zu dieser Folge oder einer anderen Folge oder an sich zu meiner Show habt, alles immer schön unten in die Kommentare, da schaue ich mir alles durch. Wenn euch das Video gefallen hat, ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr da ein Like gibt oder andersweitig helft, es zu verbreiten, da hilft mir wirklich jede noch so kleine Sache. Damit verabschiede ich mich dann auch, ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende und bis dahin, alles Gute und man hört sich. Euer Mr. Kurap.